Mit und über Medienlernen in der Schule. Zur Förderung von Kompetenzen des lebenslangen Lernens und eines sachgerechten, selbstbestimmten und sozial verantwortlichen Umgangs mit digitalen Medien. Einleitung. Lebenslanges Lernen und Medienkompetenz als wichtige Entwicklungsaufgaben in einer sich rasch wandelnden Wissensgesellschaft. Lernen geschieht in den heutigen Wissensgesellschaften nicht mehr nur durch die Tradierung von Wissen von der älteren Generation zur jüngeren Generation. Das Wissen der älteren Generation alleine reicht meist nicht mehr aus, um die Gegenwart zu bewältigen und für die Zukunft vorbereitet zu sein. Es besteht heute eine große Akzeptanz, dass die jüngeren Generationen dazu befähigt werden müssen, selbstständig das ganze Leben lang zu lernen, um angesichts des raschen gesellschaftlichen Wandels und schnellen Wissenszuwachses am sozialen, ökonomischen und politischen Leben teilhaben zu können. Die Fähigkeit des lebenslangen Lernens ist zu einer Schlüsselkompetenz in sich rasch wandelnden Wissensgesellschaften geworden. Erziehung und Bildung müssen heute auch auf die Bewältigung einer unbekannten Zukunft ausgerichtet werden. Lernen des Lernens steht deshalb im Vordergrund. Digitale Medien spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie sind als Quelle des Wissens in sich rasch wandelnden Gesellschaften und als Instrument des Lernens zunehmend bedeutsamer geworden. Darüber hinaus stellen sie einen wichtigen Einflussfaktor für die persönliche Orientierung und Lebensbewältigung in modernen Wissensgesellschaften dar. Es sind damit nicht nur Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten, sondern auch Herausforderungen und Gefahren verbunden. Für die Aneignung von Wissen und die Unterstützung von Lernprozessen bieten die digitalen Medien neue, im Vergleich zu früheren Zeiten ungeahnte Möglichkeiten. Sie besitzen Potenziale im Hinblick auf das Erlernen von Kompetenzen wie Selbststeuerungsfähigkeit und Problemlösefähigkeit, die für lebenslanges Lernen grundlegend sind. Angesichts der Flut an medialen Informationen und der Gefahr, sich darin zu verlieren, kann der Umgang mit digitalen Medien aber auch mit großen Herausforderungen und Unsicherheiten verbunden sein und zu Überforderungen führen. Sich einerseits ein sachgerechtes, selbstbestimmtes, kreatives und sozial verantwortliches Handeln in der medial geprägten Lebenswelt anzueignen und andererseits die neuen Medien als Instrumente für eigene lebenslange Lernprozesse kompetent zu nutzen, sind zu zentralen Entwicklungsaufgaben in modernen Wissensgesellschaften geworden. Im Folgenden möchte ich skizzieren, wie in der Schule durch den didaktischen Einsatz von digitalen Medien die Kompetenz zu lebenslangem Lernen gefördert und insgesamt ein kompetenter Umgang mit digitalen Medien in einer zunehmend medial geprägten Lebenswelt vermittelt werden kann. Die beiden Bereiche Mediendidaktik und Medienerziehung werden damit angesprochen. Sie werden von mir gesondert diskutiert, wenngleich sie im konkreten Unterrichtsgeschehen nur bedingt getrennt werden können. Mediendidaktik ist nicht isoliert von der Medienerziehung zu sehen, da ein erfolgreiches Lernen mit Medien immer auch ein Nachdenken über Medien, das heißt eine reflexive Beurteilung der Medienangebote und damit Medienkompetenz voraussetzt. Der Erwerb von Kompetenzen zur produktiven Nutzung digitaler Medien als Informationsquelle und Lerninstrument ist selbstverständlich nicht ausschließlich als Aufgabe der Schule zu sehen. Es handelt sich dabei vielmehr um einen kontextübergreifenden Lernprozess, der sowohl in formalen als auch in informellen Kontexten stattfindet. Die informellen Kontexte wie die Gruppe der Gleichaltrigen, das Lernen von Freunden, Kollegen und Kolleginnen und in der Familie sind diesbezüglich meist sogar bedeutsamer als das Lernen in formalen Kontexten wie der Schule und Universität. Auch die selbstständige Auseinandersetzung mit Medien spielt beim Kompetenzerwerb in der Regel eine größere Rolle als die gezielten medienpädagogischen Bestrebungen der Schule. Zweitens, Fragestellungen des Vortrags. Mit Fokus auf die Schule sollen die folgenden zwei medienpädagogischen Fragestellungen beantwortet werden. Erstens, wie kann in der Schule mittels digitaler Medien der Erwerb von Kompetenzen für lebenslanges Lernen gefördert werden?
Es ist damit der Bereich der Mediendidaktik angesprochen, der sich damit befasst, wie sich Medien für Bildungsprozesse einsetzen lassen. Zweitens, wie kann in der Schule der kompetente Umgang von Kindern und Jugendlichen mit digitalen Medien gefördert werden? Hierbei handelt es sich um eine medienerzieherische Fragestellung. Es geht um die Förderung von Medienkompetenzen durch die Schule, das heißt um die Erziehung zu einer reflektierten Mediennutzung. Drittens, Lernen mit Medien in der Schule. Lebenslanges Lernen im Unterricht fördern mit digitalen Medien. 3.1, verschiedene Formen des Einsatzes von Medien im Unterricht. Digitale Medien können auf vielfältige Art und Weise in schulische Lehr- und Lernkontexte eingebunden werden. Unterschiede bestehen hauptsächlich bezüglich der Funktionen, die sie im Rahmen des Unterrichts übernehmen sollen und bezüglich des Ausmaßes, in welchem sie den Schülerinnen und Schülern eine aktive und selbsttätige Rolle im Lernprozess zugestehen. So können digitale Medien zum Beispiel bei der Präsentation und Visualisierung von Unterrichtsinhalten, beim Üben und Festigen von Faktenwissen, bei der Beschaffung von Informationen übers Internet, beim Lösen von Aufgaben, Entdecken neuer Zusammenhänge oder der Erarbeitung von Problemlösestrategien eingesetzt werden. Während sie in den ersten drei Beispielen primär als Hilfsmittel in Form von Computern, Beamern und Übungssoftware den Lernprozess durch die Darbietung und Vermittlung von vorgegebenen Inhalten unterstützen, dienen sie in den anderen Beispielen im Rahmen von intelligenten tutoriellen Systemen und von komplexeren Simulationsprogrammen als Werkzeuge, um Aufgaben zu bearbeiten, Handlungen und Problemlösungen zu simulieren und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Den Schülerinnen und Schülern kommt in den ersten Beispielen vorwiegend eine rezipierende, reaktive Rolle zu. In den weiteren Beispielen sind sie demgegenüber verstärkt als aktive, selbsttätige Lernende gefordert. 3.2. Förderung von Grundkompetenzen für lebenslanges Lernen mit digitalen Medien. Im Hinblick auf die Förderung lebenslangen Lernens sind insbesondere die letztgenannten Beispiele bzw. digitalen Medien und E-Learning-Angebote von Bedeutung. Ihr Stellenwert für lebenslanges Lernen wird lerntheoretisch zumeist vor dem Hintergrund konstruktivistischer Ansätze begründet. In konstruktivistischen Ansätzen wird betont, dass die motivationalen und kognitiven Voraussetzungen für kontinuierliches, selbstständiges Lernen am besten durch Lernprozesse gefördert werden können, die nach den lernpsychologischen Prinzipien der Eigenaktivität, Selbststeuerung und Kooperation gestaltet sind, die beim Lernen handlungs- und problemorientierte Zugänge ermöglichen, sowie metakognitive Prozesse anregen und im Sinne der Situiertheit von Lernprozessen eine möglichst lebensnahe Einbindung und Komplexität der Lernaufgaben aufweisen. Kinder und Jugendliche sollen sowohl in eigenständiger Auseinandersetzung als auch im Austausch mit Gleichaltrigen und Lehrpersonen handlungsorientiert mit Aufgaben und Problemen ringen, die für sie Bedeutung haben. Sie sollen denken lernen, Lernstrategien erwerben und über das Lernen selbst nachdenken lernen, um bereit zu sein, sich zukünftigen Herausforderungen und Lernaufgaben zu stellen. Lernen soll insgesamt mit der Erfahrung verbunden sein, autonom handeln zu können, sich beim Lernen als kompetent und handlungswirksam zu erleben und sich in Lernprozessen wertgeschätzt und sozial eingebunden zu fühlen. So kann bei den Lernenden eine verstärkte intrinsische Motivation und Verpflichtung gegenüber dem eigenen kontinuierlichen Lernen entstehen. Dass mit den zurzeit verfügbaren digitalen Medien die oben skizzierten, im Rahmen der konstruktivistischen Lerntheorie formulierten eigenaktiven Lernprozesse erst teilweise initiiert werden können und wahrscheinlich auch in Zukunft nur bedingt zu simulieren sein werden, hängt nicht alleine von der technischen Entwicklung ab. Menschliche Lernprozesse sind zu komplex und mutmaßlich zu stark an konkrete soziale Interaktionen, Unterstützung und soziale Motivationen gebunden, als dass sie in allen Bereichen und bei allen Schülerinnen und Schülern vollständig eigenaktiv und selbstgesteuert mit Hilfe von digitalen Medien erfolgen könnten. Die Schülerinnen und Schüler müssen zuerst lernen, mehr Eigenverantwortung für ihre Lernprozesse zu übernehmen, wobei dies nicht allen gleichermaßen gelingen dürfte und einige damit gar überfordert sein könnten.
Die Fähigkeit, sich mit digitalen Medien auseinanderzusetzen und selbstständig motiviert und reflektiert mit ihnen zu lernen, bedarf der langen Vorbereitung und laufenden Unterstützung. Selbststeuerung, Motivation und Metareflexion sind gleichzeitig Voraussetzung, Mittel und Ziel des Lernens. Im Kontext der Schule können diese Fähigkeiten durch Lehrpersonen gezielt aufgebaut und fortlaufend unterstützt werden, damit sie für das Lernen verfügbar werden. Es ist deshalb zu erwarten, dass trotz der zunehmenden Bedeutung von digitalen Medien Lehrpersonen auch in Zukunft eine wichtige Rolle beim Lernen spielen werden. Digitale Medien werden die Lehrpersonen kaum überflüssig machen und auch herkömmliche Lehr- und Lernformen nicht vollständig ersetzen. Sie werden jedoch voraussichtlich eine bedeutsame Erweiterung zu anderen Lehr- und Lernformen darstellen und sowohl im Hinblick auf das konstruktivistische Lernen als auch mit Bezug auf das eher traditionelle instruktionale Lernen und Üben neue bereichernde Möglichkeiten bieten. Die Aufgaben von Lehrpersonen werden sich vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen weiter verändern. Die mit der Einführung von differenzierendem und individualisierendem Unterricht bereits eingeleitete Erweiterung der traditionellen Lehrerinnenrolle um die Rollen als Lernarrangeurin, Lernberaterin und Lernmotivatorin wird sich fortsetzen. Die Lehrpersonen werden sich entsprechend didaktisch und insbesondere mediendidaktisch fortbilden müssen, um in vielfältiger Weise das Lernen mit digitalen Medien in den Unterricht integrieren und etwa für selbstregulierte, eigenaktive Lernprozesse fruchtbar machen zu können. Das lernpsychologische Potenzial digitaler Medien muss zuerst durch die didaktische Gestaltung der Lernumgebung und die spezifische Nutzung der Medien erschlossen werden. Lehrpersonen werden sich darüber hinaus auch im medienerzieherischen Bereich weiterbilden müssen, um die Relevanz der Medien in der Lebenswelt der Heranwachsenden erkennen und mit ihnen die Nutzung von Medien kritisch diskutieren zu können. 3.3. Kriterien für und Beispiele von E-Learning-Angeboten. Es sind heute einige vielversprechende digitale Medien bzw. E-Learning-Angebote verfügbar, die im schulischen Unterricht, insbesondere ab der Sekundarstufe 1, zur Förderung von Grundkompetenzen des lebenslangen Lernens, wie sie vorher beschrieben wurden, genutzt werden können. Digitale Medien und das Internet eröffnen für die Umsetzung des konstruktivistischen Ansatzes viele Möglichkeiten, zum Beispiel im Rahmen von Simulationen, Social-Web-Angeboten und virtuellen Welten, in denen die Lernenden alleine oder auch in Kooperation mit anderen neue Erfahrungsbereiche erschließen und unterschiedliche Lösungswege mitsamt ihren Konsequenzen erproben können. Gute E-Learning-Angebote zeichnen sich dabei unter anderem dadurch aus, dass sie einen erzählerischen Spielsinn oder eine sich narrativ entwickelnde Spielhandlung enthalten, in weitgehend realitätsnahen Spielsituationen komplexe Zusammenhänge erfahrbar machen und zur Vermittlung von Problemlösestrategien eingesetzt werden können. Es ist mittlerweile empirisch gut abgesichert, dass Lernen mit Vorteil in sinnvollen Settings geschieht und ein abstraktes Lernen Transferprobleme mit sich bringt. Komplexe lebensweltliche Zusammenhänge lassen sich dabei nicht nur in realen Kontexten, sondern auch mit elektronischen Medien simulieren und erlernen. Als besonders groß hat sich der Lerngewinn im E-Learning-Angeboten erwiesen, die große Freiheitsgrade und ein Lernarrangement aufweisen, das auf ein experimentelles Lernen abzielt. Unter der Bezeichnung Serious Games sind inzwischen einige sehr gute E-Learning-Angebote verfügbar, wie zum Beispiel Food Force, ein Spiel der UN für Kinder ab 8 Jahren, mit dem auf das Welternährungsprogramm, WFP, aufmerksam gemacht werden soll. Wie bei dieser Art von Angeboten ist etwa auch bei Social-Web-Angeboten wie Wikis, Podcasts und Weblogs eine sinnvolle Einbettung in den Unterricht notwendig, um deren Lernpotenzial auszuschöpfen. Viertens. Lernen über Medien in der Schule. Förderung der Medienkompetenz durch Medienerziehung. 4.1. Medienkompetenz. Nach der Frage, wie sich digitale Medien für Bildungsprozesse einsetzen lassen, soll nun abschließend kurz die Frage beantwortet werden, wie in der Schule der kompetente Umgang von Heranwachsenden mit dem Medienangebot gefördert werden kann.
Es ist dies die Frage nach dem Aufbau von Kompetenzen für ein sachgerechtes, selbstbestimmtes, kreatives und sozial verantwortliches Handeln in einer Welt, die zunehmend durch digitale Kommunikation geprägt ist. Obwohl sie hier nur vergleichsweise kurz thematisiert wird, handelt es sich um eine Kernfrage der Medienpädagogik. Die Beispiele häufen sich in jüngster Zeit, wie das Internet missbraucht werden kann, um andere Menschen öffentlich zu diskreditieren und zu beschämen. Sie untermauern die Aktualität dieser medienerzieherischen Fragestellung und verdeutlichen die Bedeutung von Medienkompetenzen, wie etwa der Fähigkeit und Bereitschaft, verantwortungsvoll und respektvoll im Netz zu kommunizieren. In einem häufig zitierten Konzept unterscheidet Barke 4 Bereiche von Medienkompetenz. Die Medien kompetent zu gebrauchen bedeutet demnach, erstens, die digitalen Medien bedienen und für die eigenen Anliegen nutzen zu können, Mediennutzung. Zweitens, die Funktionsweise und ökonomischen Hintergründe der digitalen Medien zu kennen, Medienkunde. Drittens, die Medienangebote analysieren und kritisch auf ihre Einflüsse auf die eigene Person, andere Menschen und die größeren gesellschaftlichen Zusammenhänge hinterfragen zu können. Medienkritik. Viertens, schließlich bedeutet Medienkompetenz auch die Fähigkeit, die Medien zur Artikulation der eigenen Meinung und Perspektiven zu nutzen und sich mittels Medien an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen, das heißt mediengestaltend einzusetzen, Mediengestaltung. Die vorher angesprochene verantwortungs- und respektvolle Kommunikation im Netz wäre wohl hier einzuordnen. Dieser Katalog an Kompetenzen ist medienübergreifend zu verstehen. Die Kompetenzen betreffen die verschiedenen Medienangebote, wie zum Beispiel Handy, Computer und Internet gleichermaßen. Es bleibt jedoch zu fragen, ob dieser Katalog hinreichend ist und die gesellschaftlichen Investitionen in die Kompetenzförderung ausreichen, um auch in Zukunft einen selbstbestimmten und verantwortungsvollen Umgang mit Medien in unserer Gesellschaft zu gewährleisten. Insbesondere Investitionen in die Kompetenzbereiche Medienkritik und Mediengestaltung dürften angesichts der steigenden Anzahl an Vorfällen an Cybermobbing, Hate Speeches und Cyberkriminalität erforderlich sein. Die Förderung von Medienkompetenz bleibt sowohl ein zukunftsoffenes Anliegen, das der laufenden Anpassung und Investitionen bedarf. 4.2. Förderung von Medienkompetenzen in der Schule. Neben Wissensvermittlung und Aufklärung haben sich in der schulischen Medienerziehung vor allem zwei Ansätze zur Förderung von Medienkompetenz bewährt. Medienanalyse und Medienkritik. Ein intellektueller Zugang ist die Analyse von Medieninhalten, manipulativen Kommunikationen oder etwa das beispielhafte Vergleichen der Berichterstattung zum selben Ereignis auf verschiedenen Webseiten. Dieser Zugang ist besonders in weiterführenden Schulen ab der Sekundarstufe 1 möglich, wenn die Schülerinnen und Schüler ein entsprechendes Reflexionsniveau aufweisen. Bei Jüngeren ist es sinnvoll, anhand konkreter Anlässe ethische Fragen zu thematisieren. Aktive Medienarbeit. Einen handelnden Zugang stellt die aktive Medienarbeit dar. Wenn Heranwachsende Videos drehen und schneiden, lernen sie beispielsweise die Möglichkeiten und Beschränkungen subjektiver Kamera, schneller Filmschnitte und die Probleme gekürzter Interviewaussagen kennen. Sie lernen Medien aus handelnder Erfahrung kritisch zu beurteilen und zugleich Medien für die eigene Informationsverbreitung oder künstlerische Ausdrucksweise in den Dienst zu nehmen. Aktive Medienarbeit ermöglicht so eine reflektierte Auseinandersetzung mit Medien und eine Verbindung erzieherischer und didaktischer Ziele. Fünftens, Schluss. Lernen mit und über Medien als lebenslanger Prozess. In diesem kurzen Beitrag habe ich versucht zu umreißen, welche mediendidaktischen und medienerzieherischen Ansätze die schulische Medienpädagogik heute verfolgt und unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Mitteln sie die Grundkompetenzen für lebenslanges Lernen sowie die Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien bei Heranwachsenden zu fördern versucht. Lernen mit Medien und Lernen über Medien sind, wie bereits erläutert, nicht auf den schulischen Kontext beschränkt. Sie sind auch zeitlich nicht auf die Lebensphase Kindheit und Jugend begrenzt.
Vielmehr stellen sie kontextübergreifende und lebenslange Entwicklungs- und Lernaufgaben dar und bilden wichtige Voraussetzungen für die individuelle Lebensbewältigung und Teilhabe von mündigen Bürgerinnen und Bürgern in einer sich rasch wandelnden, durch digitale Medien geprägten Welt. In diesem Sinne stellen weitere Investitionen in die schulische und außerschulische Medienpädagogik ein wichtiges gesellschaftliches Postulat dar.